Ove Schadauer, alias Cerebellum, die Stimme des Zorns, eigentlich die Stimme der Liebe. Einmal mehr unterwegs heute. Und das ist, glaube ich, Teil 8 von Krieg und Frieden, Psychopathen und Empathie. Anfangs möchte ich noch einmal herzlichen Dank sagen an alle meine russischen Freunde da draußen, die mir unendlich viele, mittlerweile 10.000 Dankeskommentare sowohl auf Golos Yevropi geschrieben haben unter die russisch übersetzten Videos von mir aus dieser Serie, als auch bei mir auf meinem Kanal. Ich habe 2.000 neue Abonnenten, wahrscheinlich überwiegend Russlanddeutsche, Russen. Russischstämmige Leute, die mir jetzt täglich schreiben und sich bedanken und sich freuen, dass es jemanden gibt in Deutschland, der sie ein wenig versucht zu verstehen, Russland versucht zu verstehen, die russische Seele versucht zu verstehen. Und ja, da bin ich ganz stolz und froh, dass ich diesen Menschen dort ein wenig Hoffnung gebe aus Europa. Und ich kann nur allen Russen da draußen sagen, ich bin nicht allein. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen hier, die ähnlich denken wie ich, die genauso versuchen, Russland, die russische Seele und die russische Sicht zu verstehen, die in Russland waren. Ich kenne nur begeisterte, fast nur begeisterte Menschen, die Russland besucht haben, die alle schwärmen von der tiefen Menschlichkeit, Herzlichkeit der Russen. Also ihr könnt ganz beruhigt sein in Russland. Rieke und Katharina die Große und all die deutschen Schöngeister, die es gab, die gibt es auch heute noch. Wir müssen uns natürlich gegen die westliche Propaganda im Moment stellen, die einseitig berichtet. Ganz kurz, bevor ich zu meinem heutigen Thema komme, bevor ich es vergesse. Viele fragen mich immer noch, warum diese Puppe am Steuer ist. Puppe, Tupac-Puppe, Tupac Shakur, Tupac Amaru Shakur ist mein Mentor. Seit ich Musik höre, seit mehr als 30 Jahren höre ich Tupac Amaru Shakur, ein echter Kämpfer. Tupac, seine Mutter nannte ihn danach, sie war bei den Black Panther in der Anti-Rassismus-Bewegung in Amerika der 60er, 70er Jahre. Sie brachte Tupac, sie war schwanger mit Tupac im Gefängnis und sie nannte ihn Tupac, ihren Sohn, weil das der letzte Inka-Häuptling war, der Widerstand leistete gegen die rassistischen weißen Einwanderer, die die Ureinwohner des Kontinents massakrierten. Und Tupac war einer, der bis zum Schluss kämpfte für die Inkas, gegen die weißen Herren, Menschen, Europäer der westlichen Werte, die sie damals schon mit Blut an ihren Händen versuchten zu exportieren, wie sie es bis heute tun. Und in den letzten großen völkerrechtswidrigen Kriegen im Irak, in Afghanistan, in Jugoslawien, in Libyen und in Syrien, als sie sich einmischten, ohne Ende getan haben, bis heute Richtung Ukraine. Das nochmal zu dem Grund, warum der hier ist. Der wurde mit 25 Jahren erschossen, bis heute fehlt jede Spur. Man geht davon aus, dass das FBI, dass der tiefe Staat Amerikas verwickelt ist in seinem Tod. Es erscheint in Kürze auch ein Buch dazu. Das werde ich auch noch vorstellen. Das also zu der Frage, warum Tupac seit Jahr und Tag an meinem Lenkrad mit mir mitfährt. Durch Russland, quer durch, von Wladiwostok nach Moskau, von Kaliningrad Richtung Moskau, Grozny, all die Orte habe ich ja schon genannt, wo er dabei war, Stalingrad, Wolgograd. Ihr Lieben, nun zu meinem Thema heute, Krieg und Frieden Teil 8. Es geht einmal mehr um die Propaganda in den Medien. Gestern habe ich gepostet, nachdem ich wieder unzählige Mainstream-Postings auf Facebook gesehen habe oder auf Instagram von unserem Mainstream, der einseitig pro-ukrainisch berichtet und natürlich gegen den Russen.
einer der Hauptpropagandapunkte jeder Kriegspropaganda ist der, den Feind emotional zu entmenschlichen. Der Feind, das ist in diesem Fall Russland, der Feind Westens, des Westens, der Aggressor, muss entmenschlicht werden. Putin wird zu Hitler gemacht. Und es wird von Entbindungsstationen gesprochen. Erinnert mich an die Brutkastenlüge der Amerikaner, aufgrund derer sie 1 Million Iraker umgebracht haben. Unschuldig. Später stellte es sich als Lüge heraus. Diese Entbindungswerbekampagne, diese Marketinggeschichte erinnert mich stark daran. Dann jetzt die Verstümmelung und Vergewaltigung von ukrainischen Zivilisten durch russische Soldaten. Ohne Beweise, immer ohne Beweise, Vorwürfe aus den Medien, ohne jegliche Beweise. Das ist eine Schande des Journalismus, der schon seit 2014 und auch davor immer wieder passierte. Kaum war eine Tat bekannt oder wurde sie hinausposaunt durch die westlichen Medien, stand sofort umgehend fest, dass es die Russen waren und Putin war. Ich erinnere an MH17, an Skripal, an Nawalny, die Russen waren's. Immer nur die bösen Russen, umgehend. Ich habe Jura studiert in Mainz in meiner Vergangenheit und das Ganze erfolgreich abgebrochen. Ich habe es nie zu Ende studiert, weil ich erkannt habe, dass wir nicht in einem Rechtsstaat leben und in einem Rechtssystem. Dieser Rechtsstaat müsste heißen, Geld hat Recht. Dann wäre es ehrlich und dann würde man sagen, wer am meisten Geld hat, der kann sich den besten Anwalt leisten und er wird am Ende auch freigesprochen. Das ist sowieso für mich das Rechtssystem fast auf der ganzen Welt. Geld hat Recht. Und da ich das nicht mochte, war ich nicht motiviert, das Studium zu beenden. Aber eins habe ich noch von meinem Juraprofessor von einem mitbekommen. Das ist doch klar, auch im Strafrecht. Bevor man jemals einen Täter verurteilen kann und soll, muss man beide Seiten, den Angeklagten und den Kläger, beide Seiten anhören, beiden Seiten gleichmäßig verteilt das Wort geben, damit beide Seiten sich zum Sachverhalt äußern können. Beide Seiten. Ich höre im wilden Wertewesten in unseren Medien immer nur eine Seite. Die Seite der Ukraine im Moment, die Seite der Amerikaner, die Seite der deutschen Regierung, der europäischen Regierung, immer die gegen die Russenseite. Nie hört man ausreichend die russische Seite. Man zeigt bei uns keine Rede von Putin komplett, keine Rede von Lavrov komplett und auch Frau Sacharowa wird nicht komplett gezeigt und viele andere russische Pressevertreter, Generäle, Militärleute, hört man nie komplett. Wie kann ich mir also, frage ich, dann ein Urteil anmaßen als Medien, als Propagandamedien? Wie kann ich Russland, die russische Regierung, das russische Militär verurteilen, wenn ich die Gegenseite nicht zu Wort kommen lasse? Viel zu schnell verurteilen, ohne Beweise, stichhaltige Beweise vorzulegen. Ohne Zeugen anzuhören, das ist das Einmaleins einer Schuldzuweisung, bevor ein Richter jemanden für schuldig erklären darf. Das ist das Einmaleins der Moral und des Menschlichseins. Und nicht, was mir einer sagt, nehme ich für bare Münze und leite es um in alle Medien und schreie den Täter nieder, nieder mit ihm. Mir hat der Nachbar erzählt, der ist ein Mörder. Wer reagiert so? Nur hysterische, hasserfüllte Lücken- und Lügner-Medien würden so agieren im Krieg. Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit.
Aber das Zweite direkt danach ist jegliche Moral, jeglicher Anstand im Umgang auch mit seinem Feind. Und ich habe soeben ein Video, das passt hier, gesehen. Das kannte ich noch nicht. Das wurde nie in unserem Unterricht gezeigt in Deutschland. Ich kannte es überhaupt nicht. Ich wusste davon nichts. Dass im Juli 1944 ein Marsch der deutschen Kriegsgefangenen von über 500.000 deutschen Kriegsgefangenen durch Moskau stattfand. Quasi eine Strafe, dass die Deutschen durch die Hauptstadt Russlands marschieren mussten, als Gefangene entwaffnet gehen mussten, um sich Moskau anzuschauen, was sie ja nie erobert haben und erobert hatten. Das finde ich, das habe ich gesehen und die Leute sahen gesund, wohlgenährt, überwiegend fit, nicht verwundet. So anständig wie in diesem Video habe ich nie gesehen, dass Deutsche mit russischen Kriegsgefangenen umgingen. Die wurden immer wie Vieh und wie Tiere in ihre Lager geschleppt oder auf dem Weg dahin reihenweise umgebracht. Dass so etwas natürlich auch wahrscheinlich einmal in Russland passiert ist, bei jemandem, der durchgebrannt ist, weil seine halbe Familie massakriert wurde von den Nazis. Ist furchtbar, aber ist sicherlich geschehen. Aber diese 500.000 Soldaten gehen kerngesund ihrer Strafe, natürlich dann auch in Lager etc. entgegen. Sie wurden den Russen in Moskau vorgeführt und gezeigt. Und niemand hat dort gelacht in dem Video. Alle schauten mit Kinder auf den Armen die Mütter zu, den Mördern ihrer Männer und Söhne schauten sie zu, wie sie durch Russland gingen. Gesund und wohlgenährt. Geht man so auch mit russischen Kriegsgefangenen um? Oder ist es so, wie das in der jungen Welt, das Video, ich werde diesen Link hier und das Video stellen, in der jungen Welt, wenigstens in einem Mainstream-Medium in Deutschland, wurde ja gezeigt und bewiesen, wie ukrainische Azov-Faschisten sich an russischen Kriegsgefangenen vergangen hatten, diese folterten und massakrierten, was aber natürlich nicht in der Tagesschau groß erklärt wurde und gezeigt wurde. Schließlich muss ja das Narrativ der Feindbildgenese vom bösen Russen aufrechterhalten werden. Alle da draußen, glaubt niemals der einseitigen Propaganda in euren Staatsmedien. An alle geht das. An alle. Sondern erkundigt euch im Internet, recherchiert. Das kann heute jeder, dazu gehört nicht viel dazu. Ein Mausklick und ihr hört von allen Seiten Informationen. Aber eins habe ich als gelernter DDR-Bürger und als einer mit der deutschen Geschichte aus der Propaganda-Goebbels-Maschinerie gelernt, was aus dem Volksempfänger damals von Goebbels kam. Du musst eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie zur Wahrheit. Das kam auch aus dem DDR-Rundfunk und Fernsehanstalten rund um die Uhr. Aber was anderes als von den Nazis. Humanismus und Frieden wurde unter anderem auch dort propagiert, rund um die Uhr, für Frieden und Sozialismus. Hier höre ich das Wort Frieden nie im Westen. Und jetzt solltet ihr genauso wenig, weil wir schon zwei Systeme hatten, die die Menschen ganz klar über die Medien manipuliert haben, solltet ihr natürlich auch nicht heute den Medien glauben, der Tagesschau glauben, dem Fernseher glauben, Television, the drug of the nation, reading ignorance and teaching radiation. Eines meiner Hauptsongs 2012 vom Wahrheitsrausch-Album von mir. Glaubt doch nicht blind und naiv dem, was aus dem Lautsprecher der Öffentlich-Rechtlichen und der Medien kommt. Das hat doch jedes Kind inzwischen begriffen. Wie oft haben sie gelogen und betrogen und vor allen Dingen die Wahrheit weggelassen. Der wichtigste Teil jeder Propaganda ist das Weglassen der Wahrheit. Das Weglassen der Informationen über Russland, die russischen Menschen, die russische Regierung, die russischen Ansichten. Das Weglassen, sondern nur das Schlechtmachen wird bei uns praktiziert. Und das ist zutiefst verwerflich. Zutiefst verwerflich. Denk mal drüber nach. Meine 15 Minuten sind rum. Teil 8, Krieg und Frieden. Eine weitere Folge kommt.
Пока, пока, дорогие друзья. Мы увидимся. Во всегда будет дружба. И мир.